Ich sage herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid heute zur Logoversity K.O. Tropfen. Take care, be aware. Und es freut mich wirklich, dass wir heute echt so viele Leute sind und dass der Klaus zugesagt hat. Klaus Xander von Vivid, Fachstelle für Suchtprävention. Und ja, ich hoffe, wir werden ganz viel Neues erfahren. Wir sind wirklich gespannt auf diese 1,5 Stunden und ich übergebe dir gleich das Wort und herzlichen Dank, dass du heute für uns da referierst. Ja, danke dir. Schönen guten Morgen. Ich heiße Klaus Xander. Viele kennen mich wahrscheinlich schon. Ich habe da jetzt bekannte Gesichter gesehen, vor allem die, die die Kamera eingeschalten haben. Und ich werde heute über K.O.-Tropfen reden. Zuerst habe ich immer gedacht, okay, was hat denn eigentlich die Suchtprävention mit den K.O.-Tropfen zu tun? Weil das geht ja im Endeffekt so und so nur in eine kriminalistische Ebene hinein. Aber ich bin dann draufgekommen, dass doch ein suchtpräventiver Teil da möglich ist in diesen ganzen K.O.-Tropfen-Diskussion. Ich würde euch bitten, ich habe sehr viele gesehen, mit dem Chat seid ihr eh vertraut, gell, wie das geht, dass man da einfach Sachen reinschreibt. Wir sind relativ viele Teilnehmerinnen. Das heißt, meine erste Idee war, ein Brainstorming zu machen, bevor ich jetzt mit der PP starte. Und da würde ich euch bitten, nicht zu sprechen, sondern einfach in den Chat reinzuschreiben. Ein Brainstorming über K.O.-Tropfen, was fällt mir euch als erstes ein? Und das dient für mich auch für weitere Folge dann, dass ich den roten Faden dann in der PP bzw. in der Präsentation dann habe. Starten wir mal kurz, wenn ihr das Thema K.O.-Tropfen hört, was fällt euch als erstes ein? Schreibt dann bitte die Sachen in den Chat rein. Ich habe jetzt den Chat offen und ich kann dann auch gleichzeitig ein bisschen mitschauen. Starten wir mal kurz, bitte. Nachtlokale habe ich schon da. Blackout kann sich nicht erinnern. Party fortgehen, Erinnerungslücken, Ohnmacht, ja. Opfer betäuben, sedierend. Betäubung. Margit, möchtest du sagen? Sorry. Hab irrtümlich nicht stumm geschalten, aber ich schalte gleich. Ja, kannst du aber auch sagen, auch wenn du willst, Margit, gell? Ah, geschmacklos ist gut, ja. Gefühl machen, Rauschzustand. Ja. Sexuelle Gewalt. Kommt dann noch. Mhm. Ich schreibe mal ein paar Statements auf, gell, und gehe dann auf die kurz ein, weil da ist jetzt Cybermobbing dabei, gell. Dann ist auch der Rauschzustand dabei gewesen. Schwer nachweisbar, ja. Mhm. Verzweiflung. Ist das eine Frage, anzeigen oder nicht? Oder Irmgard? Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Darf ich da kurz dazwischen fragen? Ja. Ist eine Frage, oder? Ja, die Sache ist, dass man, wenn man das Gefühl hat, man hätte eben diese K.O.-Tropfen bekommen, ob man zur Polizei gehen soll oder nicht, bringt es nichts. In die Richtung war das. Alles klar. Ja. Ja, ah, okay, der Nageljagd kommt da. Mhm. Jetzt muss ich nachweisen. Ah, ganz kurz, ich möchte da kurz nachfragen, das Cybermobbing, von wem ist das? Von der Irmtraut. Das Cybermobbing ist mir nicht ganz klar. Was meinst du damit, beziehungsweise warum ist dir als erstes das gekommen? Das ist nicht das erste gewesen, das mir gekommen ist, aber es ist mir deswegen gekommen, weil heutzutage hat jeder Handy, dann wird das aufgezeichnet, geht ins Netz und dann ist schon passiert.
Du meinst, okay, ich weiß schon, was du meinst. Du meinst, wenn die verabreicht werden, dass man dann filmt und das dann ins Netz geht. Okay, so meinst du das. Und so über weitere Folge, das zum Cybermobbing dann kommt. Alles klar, okay. Dann möchte ich einmal nachfragen, die Sidona hat den Rauschzustand da reingeschrieben. Sidona, kannst du mir das ein bisschen näher erklären, bitte? Hallo, Sidonia heiße Ah, Sidonia, Entschuldigung. ich. Ja, aber es ist nicht schlimm. Sidonia, Entschuldigung, steht eh Macht da. nichts. Na, sag Und mal, Sidonia. ich habe, also ich kenne mich noch jetzt auch nicht so aus, aber ich habe das ja auch schon gehört. Mit K.O.-Tropfen ist man noch nicht zuerst in so einem Art Rauschzustand und dann irgendwann kippt es. Oder bin ich da jetzt falsch? Na, Sidonia, da bist du genau richtig, weil da sehe ich ja den suchpräventiven Ansatz und das wird auch mein erster Genau, Teil ja. in dem Vortrag eben sein. Darum habe ich jetzt eine Abfrage, Sidonia, du bist absolut richtig, ja. Okay, super, freut mich. Und dann habe ich noch eins drinnen, jetzt muss ich noch schauen, von wem das war, die Verzweiflung, warte mal, von wem, von Irmtraut, ja, Irmtraut, du hast da mehrere Sachen reingeschrieben. Ja, ich habe mehrere Sachen reingeschrieben, also auch so, eben, das gehört auch dazu, wenn es dann völlig danach, wenn es völlig verzweifelt bist, wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden kannst. Und also wo bekommt ein Opfer auch Hilfe? Ah, alles klar, ja. Ich habe am Schluss habe ich dann so eine Folie zusammengestellt. Ich weiß nicht, wie macht man das mit den Folien? Kann man die zur Verfügung stellen dann oder wie schaut denn das aus? Genau, ich würde auch die Folien oder die Presse, alles was du hergibst, könnte ich dann auch mit den Teilnahmebestätigungen versenden, mit versenden einfach. Ja. Ja, weil ich habe dann da eine Folie gemacht vom Gewaltschutzzentrum, die Ansprechperson und so weiter, nicht? Das trifft dann eben da ganz gut hin. Ja. Jetzt habe ich noch eins gesehen im Chat drinnen, ist Chloroform. Manuel. Warum hast du Chloroform da hergeben, Manuel? Bitte. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, es war mein Gedanke, also aus historischen Gründen des Betäubens durch Chloroform und als Weiterentwicklung der K.O.-Tropfen. Ja, meinst du, Chloroform ist früher als Narkotikum verwendet worden? Ja, so also als kriminalpsychologischen Blick auf den Täter habe ich mir gedacht, was steckt da dahinter und wie kann man sie da eventuell präventiv schon schützen im Vorhinein, wenn man zum Beispiel sieht schon jemanden in einer Bar oder so, der beobachtet mein Glas, der beobachtet also mein Getränk oder es ist, vielleicht gibt es da Absehbarkeit im Hinblick auf die Täter oder Zeichen, die darauf hindeuten Okay, könnten. ja, auf das gehe ich auch ein, gell? Ja. Wobei, ich muss dir gleich sagen, Anzeichen dafür zu sehen, ob jetzt einer das auf mich abgesehen hat oder nicht, ist schwierig, gell? Ich gehe eher auf von dem Weg her, dass ich Methoden habe, Tools habe, wie ich mich vor ihnen schützen kann. Okay. Verstehst du mein? Aber auf das gehe ich ein, ja, das ist genau Ja. dieselbe Use. Okay, ich Danke, glaube, Klaus. ich, ja, danke dir. Also ich würde es auch so haben, gell, wie du gesagt hast, wenn irgendwer was nicht versteht oder sagt, das ist ein Fuschass, so habe ich das einfach noch nicht gesehen, beziehungsweise so habe ich das noch nie gehört, bitte dann meldet euch gleich, gell. Ich möchte nicht das bis am Schluss alles warten, weil dann kommen 100 Fragen, gell, sondern gleich dazwischen rein, ich habe kein Problem damit, gell. Gut, dann teile ich einmal den Bildschirm. So. Ich glaube, man sieht das jetzt, gell? Ja, jetzt sieht man alle Folien, also auch die. Okay. Ich bin da irgendwie, warte mal, weißt du, was da ist? Ich kann nämlich jetzt gar nicht zugreifen auf die Folien, gell? Ich probiere es nochmal. Jetzt da. Jetzt funktioniert es. Perfekt. Okay. Gut. Also wie schon angekündigt, es geht um K.O.-Tropfen. Und K.O.-Tropfen ist ein relativ
breiter Begriff und es gibt sehr viele Synonyme dazu. Synonyme sind einfach andere Namen, die im Endeffekt das Gleiche meinen. Aber im Endeffekt sind K.O.-Tropfen, diese Knockout-Tropfen, als gängiges Wording. Aber ich gebe euch auch noch die anderen Sachen dazu, weil wenn man dann zum Beispiel auf Checkit auf die Homepage schaut, da sieht man dann GHB, da sieht man dann AGBL drinnen, da sieht man auch Liquid Ecstasy drinnen. Und im Endeffekt bedeutet alles das Gleiche. GHB und GBL unterscheiden sich, wenn man Chemiker ist, einfach in der Struktur, ist aber wurscht, weil es im Endeffekt die gleiche Wirkung auf den Körper hat. Wenn ich mir das jetzt da anschaue, diese K.O.-Tropfen, da hat Engländer hat da einmal die Substanzen verglichen in der Gefährlichkeit, wie sie für mich sind, wenn ich sie konsumiere, harm to users heißt es, beziehungsweise wie gefährlich es ist, wenn ich die Substanz konsumiere für meine Umgebung. Das hat der Herr Natt, der hat das relativ früh schon einmal angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Der Herr Natt ist ein Engländer, ein Universitätsprofessor und ist auf Folgendes gekommen. Da sieht man, in dem Fall ist es mit GHB beschrieben. Ich nehme da jetzt einen Stift und zeichne das da ein. Da haben wir GHB. Und da sieht man, dass GHB so in der Gefährlichkeit drinnen in der Mitte ist von den ganzen Substanzen. Also wir sehen das Alkohol, aber das ist jetzt nicht zu diskutieren, die größte Gefahr zu anderen darstellt, wenn man es konsumiert. Und wenn ich mir anschaue, GHB hat die meiste Gefahr für den User. Das heißt für den, der es nimmt. Wenn man die Substanz GHB jetzt da einnimmt, ich rede jetzt immer von aktiv, weil ich habe das auf zwei Ebenen einteilt. Das erste Mal, und das ist wichtig, irgendwer hat den Rauschzustand schon erwähnt, es wird die K.O.-Tropfen GHB oder GBH nicht immer nur zum Knockout verwendet, sondern es ist auch eine Szene-Droge. Es ist nämlich ähnlich der Rauschzustand wie beim Alkohol, nur hast diesen Hangover nicht am nächsten Tag. Das heißt, es nehmen auch Kids bzw. junge Erwachsene Liquid Ecstasy oder GHB, um in diesen Rauschzustand zu kommen, aktiv, um in diesen Rauschzustand zu kommen. Nun muss man eins bedenken, dass die Dosierung sehr eng und das Dosierungsfenster sehr knapp ist. Ich gehe auf das eh noch ein. Und jetzt gehe ich davon aus, wenn man es freiwillig nimmt, dann ist von der Gefährlichkeit der Substanz, sind wir so in der Mitte drinnen und hat mehr Gefährlichkeit, wenn ich es für mich nehme und für die Umwelt eher wenig. Das ist dieser rote Bereich da unten. Ganz am Ende der Skala, heißt aber nicht, dass man es unbedingt konsumieren sollte, sind die Magic Mushrooms bzw. die Halluzinogene wie LSD. Gut, gibt es dazu eine Frage, weil das ist oft immer ein großer Diskussionspunkt, wenn ich die Grafik dort sage. Ja, der Manuel sagt auf. Genau, wenn Sie was sagen wollen, bitte, der Manuel hat das genau super gemacht, dann sehe ich so ein Handzeichen, so eins, ne, das ist bei den Reaktionen unten und da weiß ich, dass jemand was sagen will. Manuel, bitte. Manuel? Danke, ja. Klaus. Ja. Ich muss nur das Mikrofon immer suchen zum Einschalten. Ja. Eine coole Folie. Ich wollte fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Crack-Cocaine und nur Cocaine? Crack ist ein, ja, das ist verwirrend. Gell? Es müsste, Crack-Cocain kehrt eigentlich das Kokain weg. Gell? Da müsste im Endeffekt nur Crack stehen. Weil Crack ist ja eine Mischung von Kokain und an Bockpulver und ist eher so eine kristalline Form. Gell? Und wenn du das rauchst, gell, anzündest, gibt es ein knackendes Geräusch und deswegen heißt es Crack. Gell? Und wenn ich Kokain jetzt nicht in dieser Mischung nehme und ziehe, über die Nasen ziehe, ist das Kokain gemeint mit dem 27 da. Okay. Crack ist so verunreinigt, deswegen hat es im Endeffekt harm to
To-Users ist es relativ hoch. Das ist sogar höher wie bei Heroin nämlich. Okay. Ja. Danke. Ist klar, Manuel? Ja, super, danke. Bitte. Jetzt muss ich nur die Hand runter tun. So. Super. Okay. Klaus, ja. Die Jutta fragt, welche Variablen werden hier genommen, um das festzulegen? Mhm. Der NAT hat da alles eingegeben, gell? Zum Beispiel beim Alkohol hat er, wenn man konsumiert, Gewalt in der Familie eingenommen, Autounfälle reingenommen, die Kriminalität ist da drinnen. Was er reingenommen hat, was ja jetzt groß diskutiert wird, ist diese Umweltschädigen, zum Beispiel Tabakmonokulturen. Das ist auch mit reingenommen da. Im Endeffekt hat er die ganzen strukturellen Dinge ebenso mit einberechnet. Und er hat sie auch hochgerechnet auf die User, weil man könnte ja sagen, okay, Magic Mushrooms, das konsumieren, sage ich jetzt, 5% der Bevölkerung, sage ich jetzt einmal, nicht? Im Gegenzug Alkohol trinken 80%, nicht? Er hat das auch mit der Statistik hochgerechnet, wie das so ausschauen würde. Ja, verständlich. Ist super. Du, weil ich das sehe nämlich jetzt dann nicht, was im Chat dann drinnen ist. Und dann bitte gleich dazwischen rein. Gell? Okay. Okay. Danke von der Jutta. Schauen wir weiter. Gut. Ich habe jetzt schon gesagt, da gibt es mehrere Synonyme. GHB, GBL, Liquid Ecstasy und K.O.-Tropfen sind alles der gleiche. Betrifft alles. Wenn ich fange mit dem ersten an, GHB, ihr habt es rechts unten in der Folie, falls irgendwer das interessiert, als Chemiker, hat diese Gamma-Hydroxybuttersäure, heißt es, diese chemische Formel unterscheidet sich ein bisschen vom GBL, aber in Wirkung ist es genau gleich. Im Endeffekt ist GHB ein körpereigener Wirkstoff, der wohin wirkt, natürlich logisch aufs Gehirn, weil jede psychoaktive Substanz geht aufs Gehirn. Und sie regelt die Wachzustände und die Schlafzustände. Für das ist GHB zuständig im Körper drinnen. Und irgendwer, ich glaube, das war der Manuel, der hat das Chloroform eingebracht. Tatsächlich wurde GHB früher als Narkosemittel eingesetzt. Man ist von dem aber abgekommen, weil die Dosierung einfach sehr schwer gewesen ist. Man hat es oft zu überdosiert, dann hat man es oft unterdosiert. Das heißt, die Dosierung ist bei GHB relativ schwierig. Ist jetzt auch, wenn man es einnimmt, relativ schwierig, weil das Fenster dieser Menge ist einfach sehr gering. In den 80er Jahren, ein bisschen zur Geschichte, ist GHB auch als Dopingmittel eingesetzt worden. Ist auch spannend, nicht? Warum? Weil es die Freisetzung von Wachstumshormonen fördert und das fördert dann den Muskelaufbau. Ist als Dopingmittel eingesetzt worden, wird jetzt nicht mehr verwendet. Jetzt gibt es andere Sachen. GHB wird meist in flüssiger Form angeboten. Es kann aber auch als Pulvertablettenform angeboten werden. Darum habe ich dann bei diesen einzelnen Dosierungen immer die Gramm bzw. die Milliliter dabei. Es ist, das sind ja sehr viel im Chat drinnen gewesen, GHB ist farb- und geruchslos. Das heißt, man schmeckt es nicht in gewissen Getränken drinnen, beziehungsweise man riecht es auch nicht. Wenn ich mir im Gegenzug dann GBL anschaue, da sehe ich unten wieder die Formel. Das ist eine andere Formel, hat aber die gleiche Wirkung. Meist wird bei K.O.-Tropfen handelt es sich um GBL. Warum? Weil GBL ist sehr einfach zu gewinnen. Es ist in jedem Lösungsmittel drinnen, es ist in jedem Reinigungsmittel drinnen. Nagellackentferner zum Beispiel haben auch GBL drinnen. Ich kann aus einem Nagellack dieses GBL, wenn ich geschickt bin, außerfüttern. Es ist auch eine klare, farblose Flüssigkeit und GBL wird im Körper schnell zu GHB, das ist das erste, umgewandelt und hat somit die gleiche psychoaktive Wirkung. Es ist auch gewesen mit dem Nagellack nachweisbar, gell? Das war im Chat drinnen. Ich nehme das gleich vorweg. Das funktioniert nicht. Es gibt auch gewisse Bänder, was man sagt, hey, da kriegt man oft so Bänder bei gewissen Festivals und sagt dann, hey, da kann ich dann in mein Getränk
GHB, GBL oder die K.O.-Tropfen nachweisen. Das ist einfach komplett unsicher und wir von der Prävention sagen, hey, bitte verlasst euch auf das gar nicht, sondern verlasst euch eher auf diese Safer-Use-Regeln, auf die ich dann eh dann noch später eingehen werde. Gut. Wie ist das Wirkungsspektrum? Ich habe schon gesagt, dass die Wirkung sehr unterschiedlich sein kann und ist absolut abhängig von der Dosierung. Generell ist es so, wenn ich GHB einnehme, dass es die Aktivitäten verlangsamt. Es geht aufs zentrale Nervensystem und verlangsamt die. Die Wirkung tritt relativ rasch ein, circa 10 bis 20 Minuten und hält dann 2 bis 4 Stunden an. Das ist dann insofern wichtig, wenn es um die Nachweisbarkeit geht, weil es ist relativ schnell im Körper wieder dann abgebaut und kann schwer nachgewiesen werden. Diese 2 bis 4 Stunden spielen dann, wenn es vor allem um Sexualdelikt handelt, eine große Rolle. So, und jetzt komme ich ein bisschen zu den einzelnen Dosierungen und ihr seht, dass das sehr eng ist. 0,5 bis 1,5 Gramm sind 1 bis 3 Milliliter. Was macht das, wenn ich das jetzt konsumiere? Es entspannt mich. Es bringt mir Ruhe rein. Du wirst ein bisschen euphorisch und ist ähnlich, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Alkohol konsumiert, so noch 2 Bier. Da ist man so in so einem Flow drinnen. Oder wenn man zum Beispiel 2 Spritzer getrunken hat, wenn es jetzt so schön ist, man geht Lendwirbel und sitzt da draußen, 2 Spritzer getrunken, da schwebt man vielleicht ein bisschen so auf seiner Welle dahin. Das kann man mit dieser Dosis 1 bis 3 Milliliter ebenso erreichen. Es ist so und so, diese Rauschzustände von K.O.-Tropfen sind ähnlich dem Alkoholrausch. So und so ist ähnlich. Wenn ich es dann weiter dosiere, 2 bis 5 Milliliter, das muss ich genau erwischen, dann komme ich, gleich wie beim Alkohol, das ist nach dem 4. Bier dann wahrscheinlich, nicht? Komme ich zu einem starken Redetraum. Die Hemmschwelle wird heruntergesetzt, ich habe ein größeres sexuelles Verlangen, der Tastsinn ist sensibilisiert. Und deswegen ist das auch früher in der AIDS-Hilfe gearbeitet. Und das war genau jene Substanz, die oft in Darkrooms nämlich eingesetzt worden ist. Warum? Sexuelles Verlangen wird gestärkt und ich bin viel sensibler auf Berührungen. Deswegen kann das auch in dieser Menge im Sexbereich wird sehr oft eingesetzt. Jetzt haben wir schon 5 Milliliter und bei 5 Milliliter passieren dann jene sexuellen Übergriffe. Warum? Weil es ein Übergang ist zum Schlaf. Es sind die motorischen Fähigkeiten so eingeschränkt, dass du dich fast kaum mehr bewegen kannst. Zusätzlich kommt dann noch eine Übelkeit und Erbrechen. Und alles, was über 5 Milliliter dann geht, kann dann nämlich schon tödlich werden. Nämlich, das ist dann, wenn du so circa 1,5 bis 2 Promille Alkohol drinnen hast. Es kann zu einem Erstickungstod führen. Es kann zu Herzrhythmusstörungen führen. Die Atemdepression, Koma und Tiefschlaf. Das heißt, im vorigen Bereich drinnen kommt auch dazu, dass man sich an nichts mehr erinnern kann. Das ist wie beim Alkoholrausch so ein Filmriss quasi. Und das ist dann auch schwer, wenn es sich um sexuelle Delikte handelt. Viele Opfer können sich dann gar nicht mehr genau erinnern, was war. Gut. Jetzt habe ich gesagt, der Nachweis. Der Nachweis ist sehr schwierig. Er funktioniert aber, der Nachweis von GHB. Nur brauche ich da ganz sensible Messinstrumente.
Das heißt, es kann das Spital kann das nachweisen. Ich muss ins Spital gehen. Die können das nachweisen. Und wichtig ist, dass es nach 6 Stunden dann verschwindet. 6 bis 12 Stunden, 12 ist schon sehr, sehr hoch geschätzt, aber nach 6 Stunden ist es nicht mehr nachweisbar. Wenn ich jetzt weiß, dass ich 4 Stunden, ich habe gesagt, vor 2 bis 4 Stunden, habe ich eben diese Phase drinnen, wo das wirkt und nach 6 Stunden ist es dann vorbei, dass ich es nicht mehr nachweisen kann, ist es auch sehr schwer dann für Opfer, das zu beweisen quasi, hey, ich habe das gekriegt, weil dann ist es aus dem Blut nämlich schon draußen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, das nehme ich jetzt vorweg, schon bei den ersten Anzeichen, auch wenn es nur eine Vermutung ist, Rettung, Polizei zu rufen, weil dann kann man auch sagen, hey, so und so war das. Im Nachhinein ist es irrsinnig schwer bei diesen Tropfen, wenn sie sich um ein Sexualdelikt haben. Kurz zu rechtlichen Aspekten, aber gibt es zu der Dosierung noch eine Frage vorher? Kennt das irgendwer? Hat das irgendwer schon gesehen? Oder hat das irgendwer schon gehört, dass es auch in einer Szene genommen wird, weil ich arbeite ja auch mit Jugendlichen, dass es genommen wird, um jetzt nicht nur jemanden zu betäuben, sondern auch in diesen Rauschzustand zu kommen? Ist das euch bekannt? Haben Jugendliche darüber schon geredet mit euch? Ich glaube, ich arbeite ja auch in der offenen Jugendarbeit, wenn mich nicht alles täuscht, teilweise. Die Popper, sind die vergleichbar damit? Ah, Richard, ja, genau. Richard, die Popper sind ähnlich, die Substanz ist ähnlich vom GHB, der da drinnen ist, ja. Das wird kurz eingeschnüffelt, gell, vor dem Orgasmus und dann kriegst du dieses schnelle, intensivere Gefühl. Richard, geht in die Richtung, ja. Ist im Chat was drinnen? Ich glaube nicht, gell? Maria, ist im Chat was drinnen? Ja? Ja, im Chat haben wir was stehen von der Jutta nämlich. Jutta, ja. Genau, wahrscheinlich unterscheidet sich die Wirkung und Nachweisbarkeit auch in Bezug auf Geschlecht oder wirkt bei Mädchen schneller, wird langsamer abgebaut, genau, ähnlich wie bei Alkohol. Das wäre die Frage. Ja, also das ist, genau, wenn ich das jetzt mit Alkohol vergleiche, ist es so, dass Frauen aufgrund ihrer, wie soll ich jetzt das schön ausdrücken, ihrer Physiologie. Aufgrund vom Fettgehalt, oder? Ja, es stimmt, ja, hängt vom Fettgehalt ab, nicht? Aufgrund ihrer Konstitution, sagen wir jetzt da, auf ihrer Konstitution, den Alkohol einfach nicht so gut vertragen und schneller die Wirkung auch haben. Das ist bei GHB bzw. Liquid Ecstasy nicht der Fall. Es ist aber schon so, das ist immer arranged, diese Nachweisbarkeit, 6 bis 12 Stunden. Gell? Es ist ja so, es kann nach 5,5 Stunden schon draußen sein. Es kann zum Beispiel bei manchen Leuten aber auch nach 13 Stunden noch immer nachweisbar sein. Das hängt schon ein bisschen, wie der Körper das verarbeitet, beziehungsweise wie oft man das vorher schon genommen hat. Das ist bei Cannabis genau gleich. Wenn ich Cannabis konsumiere, einmal oder zweimal, dann ist es relativ rasch aus dem Körper draußen. Wenn ich das aber in der Woche 5-mal konsumiere, dann ist es viel, viel länger nachweisbar. Das ist bei diesen GHB-Tropfen auch, aber es ist nicht vom Geschlecht abhängig, von der Konstitution abhängig, Mann, Frau, ob das jetzt länger oder kürzer ist. Das ist nicht so wie beim Alkohol. Ja? Maria, ist noch was im Chat drinnen? Na, sonst haben wir aktuell nichts im Chat stehen. Ja? Super. Gut, wie schaut es aus mit den rechtlich? Ihr kennt ja wahrscheinlich alle das neue psychoaktive Substanzengesetz und genau GHB fällt eben da rein. Das heißt, was ist verboten? Ein Ausfuhr ist verboten, die Überlassung ist verboten, die Verschaffung ist und die Weitergabe ist verboten, der Erwerb und der Besitz. Im Endeffekt ist alles verboten bei GHB. Und es ist tatsächlich so,
dass das schon, auch wenn man das bei wem dann registriert, dass das auch zu rechtlichen Folgen hat. Und in dem Fall ist es nicht so, dass jetzt wirklich Helfen vor Strafen ist, weil das gibt es ja auch. Das fällt darunter nicht rein, weil eben die Gefahr ist einer sexuellen Nötigung und wenn man das anderen verabreicht, dass das einen härteren Strafausmaß mit sich zieht. Klaus, wir haben noch eine Frage von vorher von der Eva, die jetzt neu dazugekommen ist. Wie schädlich sind diese K.O.-Tropfen eigentlich im Vergleich zu anderen Drogen? Wenn man es jetzt wenn man es jetzt verabreicht kriegt oder wenn man es freiwillig nimmt, das muss jetzt freiwillig. Ich habe vorher die Nattfolie gesagt und da sind wir so, ich husche nochmal schnell zurück. Das machen. Yep, haben wir schon. Da. Ich husche nochmal zu dieser Folie zurück und da sind wir bei GHB. Da. Na, machen wir den Stift nicht. So. Ja. So, da sind wir bei GHB da. Und da sehe ich, das Blaue ist dann wichtig für die Konsumenten, dass es eher im mittleren Bereich drinnen ist, wie schädlich es ist, wenn ich es konsumiere. Schädlich insofern, weil die Dosis so schwer einzuhalten ist und weil es dennoch, wenn ich es zu hoch dosiere, wirklich eine Gefahr ist von einem Atemstillstand. Und darum ist es eher bei 19 in der Mitte zu finden. Das ist im Vergleich zu Ecstasy, ist das viel gefährlicher, GHB zu nehmen, als wie jetzt der Ecstasy nimmt. Beim Alkohol sehe ich schon auch, wenn ich das vergleiche, das Alkohol ist die erste, haben to users, ist auch ein bisschen höher als wie bei GHB, bei harm to users. Ist ähnlich wie Alkohol von der Gefährlichkeit her. Harm to others ist natürlich viel geringer bei GHB. Harm to others ist bei Substanzen, die sedieren, so und so immer viel geringer als wie Substanzen, die dann eben auch pushen, beziehungsweise Kokain, diesen Redefluss dann hast. Ich hoffe, ich habe das jetzt an Eva. Eva, bist du das? Eva Stipschitz? Oder gibt es da andere Eva? Eva hat sich schon bedankt, genau. Das war Olga. Ja. Genau, so. Der Manuel hebt die Hand. Manuel, bitte. Ja, hallo Klaus, bei der Folie ist mir jetzt nochmal gekommen. Welche Folie meinst du? Die du gerade oben hast. Die ich gerade oben habe, ja. Genau, so wie das aufgeteilt ist. Wieso ist zum Beispiel, oder Mushrooms sind ja ganz unten an der Skala. Ganz unten, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist eher so, dass man die pflücken muss, trocknen muss und dann konsumiert man die. Ja. Und da kennt man ja auch nicht genau den Wirkstoff. Also wie viel von dem Wirkstoff in so einem Schwammerl drinnen ist, oder? Ja, da hast du recht, dass man die pflückt. Nicht? Man kann sie auch direkt roh essen. Und es ist, man muss, weißt du, es ist immer so, diese ist 2010 entstanden, gell? Diese Studie. Ja. Da hat es 2010 hat's bei Cannabis zum Beispiel auch noch nicht dieses künstliche THC gegeben, was jetzt da draufgesprüht wird. Gell? Ja. Und wenn ich mir jetzt da bei Cannabis dieses künstliche THC hernehme, dann hat das Harm to Users viel, viel größere Folgen, als wie das 2010 gemacht worden ist. Das hat es damals noch nicht gegeben. Ähnlich ist es bei den Magic Mushrooms. Ich kann Magic Mushrooms, wenn ich die jetzt in Amsterdam bestelle, die sind so hochzüchtet, gell, mit so viel Muskarin, beziehungsweise es kommt darauf an, was dann für ein Stoff drinnen ist, gell, dass der sehr hoch dosiert ist, kann es möglicherweise zu einer Überdosierung kommen. Zu der Zeit, 2010, wo man da
ich sage jetzt nicht, wo man die Magic Mushrooms sammeln kann, nicht? Auf die Wiesen gegangen ist, sage ich jetzt, der Almwiesen gegangen ist und den gepflückt hat, eingeeckt hat und von der Natur ausgenommen hat, war so wenig von dieser psychoaktiven Substanz drinnen, dass es nie zu einer Überdosierung gekommen ist. Okay. Ist das verständlich? Ja, jetzt kann ich es ungefähr einordnen, wie diese Skala, also Skalierung zustande gekommen ist und so. Also von. Ja. Cool, danke. Danke, Klaus. Ja. Ja, bitte, bitte. Gut, dann schauen wir weiter. Warte mal. Nachweisbar haben wir, rechtliche Aspekte haben wir. So, ich komme zum Safer Use. Genau. Also ich rede jetzt vom Safer Use. Ich bin noch immer bei dem Bereich, wo wir jetzt das freiwillig konsumieren. Gell? Wichtig ist, wenn ihr Jugendliche habt, die, was ihr vermutet, dass sie jetzt der GHB konsumieren, freiwillig konsumieren, dann ist ein Safer Use bei dieser Substanz ganz wichtig. Kein Mischkonsum mit Alkohol, das ist ganz was Wesentliches. Weil wenn es mit einer Substanz noch gemischt wird, die eine ähnliche Wirkung hat, so wird die Wirkung im Endeffekt verstärkt. Keine Schlaf- und Beruhigungsmittel einnehmen. Logisch, Schlaf- und Beruhigungsmittel holen den Körper auch runter. Wenn ich jetzt zusätzlich noch was konsumiere, was mir mein Körper runterholt, dann fährt der Körper noch mehr runter und dann komme ich möglicherweise sehr schnell in diese Tiefschlafphase rein. Wichtig ist auch, um eine Überdosierung zu vermeiden, abwarten, anfluten lassen und nicht nachwerfen gleich. Puh, das fährt nicht, das braucht, da ist nichts, nicht. Ich schieße gleich mal einen Milliliter oder ein Gramm nach. Kann wirklich gefährlich werden. Pausen einlegen. Wasser zu sich nehmen, aber nicht zu viel Wasser zu sich nehmen. Zu viel Wasser entwässert man den Körper. Und da kann man passieren, dass die Nierenfunktion versagt dann. Also, dass die Nieren versagt. Und das ist so und so. Dieser letzte Punkt ist, wenn ich psychoaktive Substanzen konsumiere, und das ist beim Alkohol genau gleich, gell? Bitte nicht in einer schlechten Stimmung konsumieren. Nicht konsumieren, wenn ich schlecht drauf bin. Nicht konsumieren, wenn ich eine depressive Stimmung habe. Nicht konsumieren, wenn ich Angst habe. Wenn ich eine bipolare Störung habe, beziehungsweise Angstzustände habe, dann sollte ich so und so keine psychoaktiven Substanzen zu mir nehmen. Weil meist ist es so, ich sage meist, es ist nicht immer so. Meist ist es so, dass diese Stimmung, in der ich mich jetzt befinde, durch eine psychoaktive Substanz noch verstärkt wird. Wenn ich jetzt eine schlechte Stimmung habe, ich bin einfach depressiv und ich nehme irgendwas, was mich noch mehr runterholt, ja, dann ist es logisch, dass ich in ein total schwarzes Loch reinfalle. So. Und ich bin jetzt an dieses Reflecting-Modell kann ich jetzt da auf beide Ebenen anwenden. Nämlich freiwillig konsumieren und die andere Ebene ist, und das war die Frage wie ich mich schütze. Genau, die Frage war ja vorher, ob ich Täter erkenne, ob die mir jetzt da was reingeben oder nicht. Und dieses Reflecting-Modell kann ich, um mich selber zu schützen, auf dieser Ebene anwenden. Ich gehe aber zuerst die erste Ebene durch, noch immer freiwillige Einnahmen. Gell? Ihr seht es in der Mitte drinnen, ich nehme jetzt da wieder den Pfeil, oder den Laserpointer, genau. Ihr seht es da in der Mitte drinnen, das sind so ganz schematisch dargestellt unser Gehirn in der Evolution. Zuerst ist einfach im Reptiliengehirn gewesen die existenzielle Befindlichkeit. Da geht es nur um Fight oder Flight, also um Flucht oder um zu kämpfen. Dann hat sie evolutionär, haben sie die Gefühle dazu entwickelt und ganz am Schluss ist die Vernunft gekommen. Es ist ja die Frage, ob das so geschickt war, dass wir alles vernünftig machen, aber das ist jetzt eine andere Diskussion. In einem richtigen Rauschzustand
da bin ich da herunten. Da meine ich jetzt keinen leichten Flow oder was von einem Alkohol. In einem richtigen Rauschzustand bin ich im Gehirn bei der existenziellen Befindlichkeit. Und in diesem Bereich drinnen ist die Vernunft, das Gefühl ausgeschalten. Das heißt, diese Bereiche werden mir dann über Freunde, über richtige Freunde, diese als Unterstützung geben. Es ist was Wesentliches. Das ist einmal so ganz schematisch unser Gehirn dargestellt. Es ist so, jeder Jugendliche hat möglicherweise eine Sehnsucht, einen Wunsch, irgendwas zu konsumieren, irgendwas auszuprobieren. Ist auch ein Recht der Jugend. Nur muss ich, wenn ich was ausprobieren will, da rede ich jetzt von psychoaktiven Substanzen, da muss ich mich drüber informieren, da muss ich mich vorbereiten, wenn ich es machen will. Das darf nicht passieren, zack, so, heute gehe ich fort und dann passiert mir das. Das ist schlecht, weil dann habe ich die Vorbereitung nicht. Ich muss einmal überlegen, und das ist da dieser Break drinnen, wie schaut die Rahmenbedingungen aus? Ich muss mich über die Substanz informieren. Vor allem ganz wichtig bei GHB, die Dosierung, haben wir gerade durchgemacht, dass das sehr eng sind, sehr in einem engen Bereich drinnen sind, was schnell zur Überdosierung kommen sind. Ich muss mich über die Substanz informieren. Ich muss auch die Rahmenbedingungen abklären. Ist das jetzt legal oder ist das illegal? Was passiert mir, wenn mich die Polizei erwischt mit dem? Sollte ich mir vorher Gedanken machen? Dann sollte ich mir Gedanken machen, mit wem ich das Ganze konsumiere. Allein ist schlecht. Mit Freunden in der Tiefgarage ist auch schlecht. Ich muss einfach das Setting so gestalten, dass es angenehm ist. Dass es klasse ist, wo ich mich wohlfühle. Wohlfühlen heißt schon, dass ich auch meine persönliche Befindlichkeit kennen muss. Ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen und sagen, hey, ich fühle mich wohl. Ich muss das kennen, das Gefühl, dass ich mich wohlfühle. Und dann kann ich sagen, Entscheidung, ich mache es oder ich mache es nicht und steige dann aus. Oder ich nehme eine Alternative und sage, wow, GHB, das ist mir zu heiß, ich habe mich da jetzt informiert, da ist der Range zu gering drinnen, ich trinke gescheiter 2 Bier oder ich trinke gescheiter 3 Bier und nehme eine Alternative da. Und wenn es aber die Entscheidung fällt, ich mache es, dann bin ich in dieser existenziellen Befindlichkeit drinnen, dann habe ich in diesem Rauschzustand, wo Gefühl, Vernunft weg sind und deswegen Gefühl meine ich jetzt der Gefühl für eine Gefahr. Ein Gefühl für diesen Rauschzustand ist schon noch da, aber dieses Gefühl für eine Gefahr ist einfach weg. Und deswegen brauche ich dann Freunde, die in dieser Phase drinnen auf mich schauen und nicht konsumieren, sondern aufpassen auf mich. Und ganz wichtig ist, den Rausch kann ich nicht so stehen lassen. Ich muss schauen, was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen. Und das muss ich aufarbeiten, reflektieren und beim nächsten Mal möglicherweise, wenn ich es wieder konsumieren will, einbauen. So, das war die Ebene vom Konsumieren jetzt da freiwillig. Wenn ich jetzt da weggehe, eine Mädelsrunde geht jetzt weg oder ein Blind Date, nehmen wir ein Blind Date her. Ja? Jugendliche, junge Erwachsene machen ein Blind Date, haben diesen Sehnsucht, den Wunsch, das zu machen. Wenn ich ein Blind Date mache, muss ich auch die Rahmenbedingungen mir anschauen. Wo mache ich das Blind Date? Mache ich das um 11 Uhr im Stadtpark? Oder mache ich das Blind Date am Marie-Hüfer-Platz, wo Leute sind? Ich hätte gesagt, ich mache das Blind Date dort, wo Leute sind. Das ist die Analyse der Rahmenbedingungen. Wie schaut es mit dem sozialen Setting aus? Fühle ich mich wohl in dieser Umgebung oder nicht? Wenn ich mich unwohl in dieser Umgebung fühle beim Blind Date, dann würde ich gehen. Fühle ich mich wohl, kann man es möglicherweise machen. Persönliche Befindlichkeit. Entscheiden. Was habe ich für Alternative? Alternative wäre, keine Ahnung, ich treffe mich da mit meinen wirklichen Freunden dann oder ich verzichte drauf. Und wenn ich es mache,
dann soll es schon sein, dass möglicherweise eine Freundin in der Nähe ist bei einem Blind Date. Oder ein Freund in der Nähe ist und doch irgendwie möglicherweise übers Handy Kontakt hat. Und dann die Nachbereitung wieder da ist. So, ist dieses System klar? Hat wer dazu eine Frage? Warte mal, ist im Chat was drinnen? Ich glaube, im Chat ist auch nichts drin. Passt, dann schaue ich einfach weiter. Gut, jetzt kommen wir zu den Sexualdelikten. Das heißt, wenn das einfach in Getränken reingeben wird und unfreiwillig konsumiert wird. Im Endeffekt sind K.O.-Tropfen prädestiniert dafür für Straftaten. Warum? Weil kleine Mengen einfach schon ausreichen, um jemanden die motorische Fähigkeiten eingeschränkt sind, bewusstlos zu machen, die Wehrlosigkeit herbeizuführen. Es ist farblos. Es ist nur eine kurze Zeit nachweisbar, überhaupt nur mit ganz spezifischen Messmethoden nachweisbar im Spital. Und die Opfer haben einen Erinnerungsverlust, weil sie so sediert sind und nicht wissen, was ist wirklich mit mir passiert. Deswegen sagen wir, jetzt ist das eine Folie, wo relativ viel oben steht, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln. Ganz was Wesentliches. Man muss schauen, der Täterkreis ist viel größer, als wie oft angenommen. Es können auch so vermeintliche Freunde sein, die an was reingehen. Das heißt, man sollte sie schon wirklich mit auseinandersetzen und ein Gefühl dafür kriegen, wer ist mein richtiger Freund und welche sind nur die vermeintlichen Freunde. Ein weiterer Punkt ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin, das eigene Getränk nie unbeobachtet lassen. Wenn ich aufs Klo gehen muss, meiner Freundin sagen, hey, bitte schau, pass auf mein Getränk da jetzt kurz auf. Oder ich nehme es mitnehmen, ist oft schwierig. Aber besser, es passt wer drauf auf. Also ein richtiger Freund dann aufpassen drauf. Nie unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn man tanzen geht zum Beispiel. Wenn wir gemeinsam weggehen, auch wieder gemeinsam nach Hause gehen. Das hat mir, ich glaube, heute habe ich einen Artikel drinnen gelesen in der kleinen Zeitung. Da ist ein Mädel fast vergewaltigt worden im Stadtpark drinnen, weil sie allein heimgegangen ist. Habe ich heute gelesen. Nicht? Also geschickter ist, immer gemeinsam nach Hause zu gehen. Wenn man eingeladen wird, keine offenen Getränke annehmen. Ein offenes Getränk ist, ja, das ist dann bei den Cocktails, ist das natürlich schwierig, weil das sind alles offene Getränke. Gell? Kann man aber, wenn man den Weg vom Getränk zu sich beobachtet. Das heißt, der Barkeeper mixt das. Ich schaue mir das an, aha, schaut ganz klasse aus. Und der stellt mir das dann gleich daher. Dann kann ich den Weg nachvollziehen. Da kann nichts passieren in der Zeit auf dem Weg zu mir. Diese Blind Dates und diese Online-Verabredungen immer auf öffentlichen Plätzen vereinbaren. Nie irgendwo auf einem Parkplatz oder auf die Nacht im Stadtpark, wo man alleinig ist. Ich habe eh schon gesagt, eine Vertrauensperson da drüber informieren, wo man ist, möglicherweise über Handy dann auch noch in Kontakt ist. Der Instinkt spielt eine ganz große Rolle. Bitte vertraut auf den Instinkt. Wenn man sich unwohl fühlt, dann ist da was. Dann geht man aus der Situation außer. Das könnte man auch am Instinkt arbeiten, auf seine eigenen Gefühle vertrauen, kennt man auch mit Jugendlichen arbeiten. Das ist ein präventiver Ansatz da. Gefühle wahrnehmen, Gefühle erkennen. Viele Jugendliche kennen das oft nicht mehr.
Aber man muss dem einfach vertrauen können. Wenn es dann zu einem plötzlichen Schwindel kommt, zu einer Übelkeit, sofort der Vertrauensperson benachrichtigen und auch das Barpersonal verständigen. Da war, glaube ich, auch eine Frage, Verzweiflung, anzeigen oder nicht. Immer anzeigen. Auf alle Fälle. Ist der Nächste im Zweifelsfall immer Polizei und Rettung holen, beziehungsweise den Notruf. Und es ist auch ganz wichtig, wegen dieser Nachweisbarkeit, wenn man glaubt, das ist passiert, nicht die Scheu haben, ins Krankenhaus zu fahren. Besser man fährt einmal zu früh ins Krankenhaus als wie zu eng. Und wenn man das beobachtet, und das war dieses Cybermobbing da, dann nicht filmen und ins Netz stellen, gell? Sondern auch nicht wegschauen, sondern unbedingt Polizei verständigen, sie mit dem Barpersonal in Verbindung setzen und wenn die Person bewusstlos ist, sofort diese Erste-Hilfe-Maßnahmen, die kennt man eh, und bitte beeinträchtige Person nicht allein lassen. Das ist leider so, dass jetzt oft man vorbeigeht und sagt, geht mir nichts an. In dem Fall geht es an was an. Das sollte man Jugendlichen schon beibringen und sagen, hey, das geht die an, das geht die was an. Weil wenn du in der Situation bist, wird es dir auch helfen. Gut. Gibt es dazu eine Frage? Arbeitet ihr dahingehend mit euren Jugendlichen? Ich habe dann eh noch eine Frage, wie ihr da mit diesen Jugendlichen arbeitet, nämlich, das machen wir jetzt am Schluss. Gut, das haben wir, glaube ich, eh schon gesagt, für Unterstützung bei einem Gewaltverbrechen, Unterstützung einer Person des Vertrauens holen, Urinprobe sichern, kühlstellen, weil das ist sehr kurz nachweisbar, Krankenhaus aufsuchen, Polizei informieren, unbedingt bitte die Anzeige erstatten, sich nicht zu schämen, sondern wirklich die Anzeige erstatten und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe euch da jetzt Hilfe bei Gewaltverbrechen, also Opfernotruf 0800 Nummer, kostenlos. Die Beratungsstelle Tara ist auch gut. Die Opfernotrufstelle ist außerdem 24 Stunden erreichbar. Dann habe ich Frauen-Helpline gegen Gewalt. Ist auch rund um die Uhr erreichbar. Und dann habe ich eben das Gewaltschutzzentrum in der Steiermark. Habe ich auch noch da aufgelistet. Ich habe jetzt da versucht, gestern Zahlen ausfindig zu machen von der Kriminalstatistik, wie viel Anzeigen es hinsichtlich K.O.-Tropfen gegeben hat. Und es hat sich gezeigt, die letzte Statistik war 2018, die da rausgekommen ist, 80 Frauen und 20 Männer, die aufgrund von K.O.-Tropfen sexuell missbraucht worden sind. Ich nehme ja an, dass die Dunkelziffer weit, weit, weit höher ist als wie diese Statistik. Und ich glaube, das beruht auch deswegen, erstens mal aus Scham, dass sehr viele sich das nicht anzeigen trauen. Und zweitens, weil das Erinnerungsvermögen gekappt worden ist. Weil viele denken, bevor ich da jetzt einen Blödsinn sage und ich kann mich nicht genau erinnern, was da war, sage ich gescheiter nichts. Aber das ist genau das Gegenteil. Auch wenn man nur die Vermutung hat, dass sowas passiert ist, unbedingt anzeigen und zur Polizei gehen. Weil ich finde, diese Statistik da, das bin mir hundertprozentig, die Dunkelziffer ist dreimal her, da nämlich. Und was schon ist, es ist, dass in diesen Sommermonaten, in dieser warmen Jahreszeit und vor allem nach dem Lockdown, das ist auch spannend, vor allem nach dem Lockdown, möglich, das sind jetzt alles Vermutungen, gell? Ist auch als Vermutung von der Kriminalstatistik dabei gestanden,
die Opferzahlen viel höher jetzt sind und in den Sommermonaten steigt es auch immer mehr als wie in den Wintermonaten. Weil möglicherweise diese Blind Dates, das hängt dann mit diesen Online- bzw. Blind Dates zusammen, weil man sie eher irgendwo draußen im Park oder sonst dort trifft und möglicherweise die lauen Abende nutzt dafür. Aber das sind jetzt da alles Vermutungen. Ja? Gut. Ich überlege jetzt gerade, ich habe drei Methoden jetzt, wie man zu dem arbeiten kann. Ich zeige euch das vorher jetzt noch in der Jugendarbeit, bevor ich zu den Reflexionsfragen komme. Kennt irgendwer die Methode Beipackzettel? Nein, okay. Beipackzettel schaut so aus. Ihr wisst schon, in jedem Medikament drinnen ist ein Beipackzettel. Da sind erwünschte Wirkungen drinnen, unerwünschte Wirkungen drinnen. Steht auf jedem Medikament beim Beipackzettel. Und genau so kann ich das mit einer Substanz machen. Ich kann die Substanz hernehmen und sagen mit den Jugendlichen, aber setzt natürlich voraus, dass sie die Substanz kennen. Wichtig. Ja? Das heißt, wenn die Jugendlichen nicht über GHB reden und keine Ahnung von GHB haben, dann bringt diese Methode nichts. Das bringt nur diese Methode, was bei Jugendlichen diese Substanz konsumieren. Das heißt, schreibt es dann bitte sagt man den Jugendlichen dann, auf einen Flipchart, erwünschte Wirkungen, unerwünschte Wirkung und als drittes noch, wie schaut der Szenename aus? Weil dann kriegt ihr nämlich auch einen Einblick, es gibt ja auch Szenenamen, die wissen wir ja gar nicht. Das ist ja nur in der Szene bekannt und hat ja Szenenamen. Deswegen kriegt sie einen Einblick, über was sie sich dann unterhalten drinnen. Ja? Also erwünschte Wirkung, unerwünschte Wirkung und die Szenenamen. Und ich kann dann noch weiterarbeiten, wenn ich merke, die erwünschten Wirkungen sind so dominant, dass ich möglicherweise weiterarbeite. Du, wie kann ich die erwünschte Wirkung ohne der Substanz erreichen? Das wäre der nächste Schritt. Ist eine Methode. Eine zweite Methode ist Rauscherlebnis. Ist so, dass Jugendliche sich an ihr letztes Rauscherlebnis erinnern oder an die letzten Rauscherlebnisse erinnern, die aufschreiben und dann diese Rauscherlebnisse reflektieren. Was ist gut gegangen, was war positiv, was ist negativ gewesen. Und dann kann man die negativen Aspekte von diesem Rauscherlebnis rausnehmen und sagen, okay, warum war das ein negativer Aspekt? Schauen wir, dass wir diesen negativen Aspekt wegkriegen und Rausch soll ja was Positives sein. So kann man an diesem Rauscherlebnis arbeiten. Möglicherweise war die Dosierung zu hoch, jetzt hat das Setting nicht passt, keine Ahnung. Und als letzte Methode habe ich dann mein Risikoverhalten. Da sollen Jugendliche sie an ihr letztes Risiko, Rausch und Risiko ist ein Unterschied, gell? Ans letzte Risikoverhalten erinnern und sagen, okay, mein letztes Risiko war so und so und was hat es auch wiederum für Vor- und Nachteile gegeben? Wie kann ich das Risiko minimieren, damit das Risiko nicht zur Gefahr wird? Das ist die Essenz dahinter. Das heißt, ich reflektiere das Risiko und schaue, dass ich das Risiko so minimiere, damit es nicht zur Gefahr wird. Da könnte ich zum Beispiel auch die Fortgehregeln machen. Was sind für mich Regeln, wenn ich weggehe? Wenn ich auf ein Festival fahre. Ich brauche einen Schlafplatz. Ich fahre nicht allein. Ich gebe jemandem Bescheid am End und am Anfang, wenn ich angekommen bin. Ich schaue, dass ich während dem Festival immer auch Wasser trinke, wenn ich irgendwas konsumiere. Wenn es mir schlecht geht, weiß ich, wohin ich mich wenden kann und so weiter und so fort. Da kann man eigene Regeln machen mit den Jugendlichen zusammen. Diese Fortgeregeln ist auch ein Risiko. Gut. 10.02 Uhr. Ich wäre jetzt mit dem ersten Teil fertig. Gibt es eine Frage jetzt noch dazu?
Warte mal, ich stopp das da mal. Ist irgendwas im Chat? Nein, zurzeit nichts im Chat. So, jetzt ist die Frage, wir haben 36 Teilnehmerinnen, gell? Ich werde eine Breakout-Session nicht machen. Das ist mir zu viel, das zuzuteilen. Ich werde nur die Fragen jetzt, die erste Frage reingeben. Vielleicht macht man sich dann Gedanken drüber und so 5 Minuten Gedanken drüber über diese Frage. Und wer was sagen mag, soll dann freiwillig was sagen, wie er die Frage beantwortet. Ha, was sagst du dazu? Ist, glaube ich, besser, gell? Ich glaube, das klingt gut, oder? Seid ihr einverstanden? Sehr gut. Ja. Ich schaue, dass ich das Padlet öffne, weil dann habe ich da die Frage drinnen, gell? Ich habe es mir blöderweise nicht aufgeschrieben. Momentl. So, da. Da weg. So, da I wird da jetzt da. Ihr habt jetzt einen Link drinnen, oder? Im Chat. Schaut es einmal. Nicht? Nein, es ist nur. Okay, warte mal. Eine Zahl? Ja, 1V2D. Ja, das ist es. Aber das ist kein Link. Nein, ist kein Link. Der verkürzte Link. Das Ding, die Kurzform davor brauchst du wahrscheinlich noch. Das BY irgendwas. Mhm. Moment. Das mache ich jetzt ganz anders. Das ist die verkürzte Form, ja, da hast du recht. Nein, macht nichts. Weißt du was? Ich mache das ohne den Link. Erste Frage ist, seid ihr in der Arbeit mit euren Jugendlichen mit dem Thema erstens mal schon konfrontiert worden, Thema K.O.-Tropfen, ist die erste Frage. Beziehungsweise, wie habt ihr das dann mit euren Jugendlichen angesprochen? Wie habt ihr das behandelt? Wie habt ihr das aufgearbeitet? Und wenn ihr das angesprochen habt, wie ihr das dann aufgearbeitet habt, was habt ihr für Methoden angewandt? Das würde mich interessieren. Also die erste Frage ist, ist das bei euch an Jugendlichen schon mal auftreten? Ist das schon mal auftreten bei wem? Na, sehe ich da? Na? Ja, ist schon auftreten. Richard, ja? Ja. Richard, darf ich dich gleich hernehmen und fragen, wie hast du das aufgearbeitet? Wie bist du draufgekommen überhaupt, Richard? Das Mädel hat mir das erzählt davon.
ja, dass ja das passiert ist. Du arbeitest in der offenen Jugendarbeit, oder? Ja, in der Jugendhilfe. Jugendhilfe, ah, okay, ja. Mhm. Möchtest du darüber informieren? Erzählt, dass ihr das passiert ist. Ja. War aber aufgrund der Persönlichkeitsstruktur nicht sonderlich beeindruckt davon. Das Mädel? Ja. Okay, was hast du denn dann gemacht? Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich grundsätzlich über gesundheitliche Vorsorgen im Sexualbereich mit ihr geredet habe. Ja. Verhütung, ja, das war's. Weil aufgrund der Unaufgeregtheit, mit der sie das genommen hat, war das meiner Meinung nach das Wichtigere. Ja. Du, hast du das Gefühl gehabt, dass sie es freiwillig genommen hat oder dass sie es... dass ihr passiert ist. Ihr ist es passiert. Ja. Mhm. Und sie ist im Endeffekt, sie ist einfach passiert und war so, oder wie? Hat, ja. Mhm. Okay. Und du hast dann einfach über Sexualpädagogik versucht, mit ihr zu arbeiten, oder? Präventiv. Mhm. Um einfach Auswirkungen von solchen Geschichten gut im Griff zu haben. Ja, hast du auch zur Substanz gearbeitet? Nein. Hast du nicht gearbeitet? Mhm. Das war eigentlich seinerzeit, ja, da waren es K.O.-Tropfen und aus, Ende. Also da habe ich persönlich noch nicht sehr viel Info drüber gehabt. Ah, alles klar. Mhm. Alles klar. Mhm. War das heute hilfreich oder nicht? Richard? Bitte? War das heute hilfreich oder nicht? Das Seminar, ja, absolut. Das war keine Frage. Mhm. War hilfreich, aufklärend. Ja. Hättest du mit einem Beipackzettel zum Beispiel da arbeiten können? Mit der Methode, du arbeitest im Einzelsetting, gell? Ja. Ja. Es kommt da immer auf die Compliance vom Jugendlichen drauf an. Gell? Mhm, mh. Das ist einfach, man, es ist gut, dass man so verschiedene Werkzeuge hat. Gell? Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, bei dem Mädel hätte es gar nichts genutzt. Okay. Mhm. Alles klar. Mhm. Oft steht es auch. Ja. Die Abgeklärtheit war selbst für mich irgendwie, ja. Erschreckend. Naja, erschreckend. Das war. Naja, es war eine Form von Resilienz, würde ich sagen. Okay. Mhm. Okay, gut. Danke, Richard. Bitte. Hat das noch irgendwer in seiner Arbeit schon erlebt, beim Jugendlichen, bei einer Jugendlichen? Ja, also das Thema Blindstate haben wir ganz gut gehabt. Bettina, ja, okay. Ja, genau, das Thema Blindstate habe ich mit einer Jugendlichen einfach in ganz vielen Aspekten gehabt. Die hat immer wieder Blindstates gemacht und da immer wieder sich mit irgendwelchen Leuten getroffen, die sie aus dem Internet kennengelernt hat, die so lieb waren und die waren so super und die hat ziemlich abgelegen im Burgenland, also an der Grenze zum Burgenland gewohnt und hat sich da immer wieder in Bereichen getroffen, wo es einfach nicht sehr sinnvoll war, Blindstates zu machen. Und ja, mit der haben wir eigentlich ganz viel gearbeitet in Richtung Fortgeregeln. Wir haben das aufgestellt, wir sind in Kontakt geblieben. Wir haben sie aufgeklärt darüber, dass man sie nicht mit Leuten trifft, die man nicht kennt, nicht in solchen Bereichen. Nicht. Also es hat einfach ganz, ganz viele Gespräche gegeben. Gott sei Dank ist nie was passiert. Also wir wüssten nichts davon. Aber ja, die war einfach sehr grenzgängerisch und einfach sehr grenzenlos, was das Ganze betrifft, weil sie einfach dadurch, dass sie so... Also im Burgenland eigentlich gewohnt, oder an der Grenze zum Burgenland oder nicht in der Stadt gewohnt hat, eigentlich nie wirklich in Berührung gekommen ist mit diesen Substanzen. Und der hat das sehr, sehr locker genommen. Das heißt, Bettina, du würdest sagen, es war einfach die Substanzinformation. Genau, nicht da. Ja. Mhm. Nein, gar nicht. Also da war nichts da und es war einfach ein sehr risikoreiches Verhalten von ihrer Seite. Und da haben wir einfach ganz, ganz viele Gespräche geführt, der Kollege und ich, und haben sie aufgeklärt, was passieren kann, welche Substanzen da im Spiel sein können. Mhm. Dann ist eben dieser Nagellack-Tipp gekommen, als ich gesagt habe, nein, kann eh nichts passieren, sie hat den Nagellack, dann haben wir es dann auch aufgeklärt, dass wir gesagt haben, du, so sicher ist das nicht, bitte.
Ja. Das mit dem Nageljag, ich weiß auch nicht, warum das so kursiert ist, gell? Das ist eine Fake News, gell? Das stimmt einfach nicht, gell? Und auch diese Bandeln, es gibt hier und da so Bandeln, gell? Die Papierbandeln, ja. Ja, genau. Die Festivalbandeln, ja. Ja, genau, ja. Hey, das gibt keine Sicherheit, gell? Sicherheit gibt dir nur, wenn du das für dich beobachtest, dein Getränk oder dein Umfeld auch, ne? Und dein Umfeld so aussuchst, dass das für dich sicher ist, gell? Aber ich glaube, die Aufklärung generell, also ich glaube, ich kann dafür für alle Kollegen bei uns in der Einrichtung sprechen, dass die Aufklärung ja immer wieder stattfindet bei uns. Also super. Was heißt das Blinded, was heißt das im Internet mit irgendwelchen Leuten? Das ist halt einmal so, die Jugend ist viel im Internet unterwegs, auf den Social-Media-Kanälen unterwegs, jetzt gerade über Corona noch mehr als davor wahrscheinlich, dass sie auch irgendwie ihre sozialen Kontakte halten können. Und also da gehört einfach ganz viel Aufklärungsarbeit dazu, weil einfach ganz, ganz viel weil sie einfach ganz, ganz viel nicht wissen, sagen wir so. So, und Bettina, waren da auch K.O.-Tropfen im Spiel? Weißt du das? Nein, grundsätzlich Gott sei Dank haben wir da noch nichts gehabt. Mhm. Also ich hätte nichts mitgekriegt, dass es wirklich mit K.O.-Tropfen nochmal was gegeben hätte. Aber geredet haben wir natürlich immer wieder drüber, über das Liquid Ecstasy und über die ganzen Geschichten. Mhm. Bei Mädel gehabt, die hat relativ viel konsumiert in allen Richtungen. Da waren wir ja oft bei Vivi da. Mhm. Und mit der war das natürlich, da haben wir immer wieder, also die Methoden, was haben wir da gehabt, das Risikoverhalten, das habe ich eben kennt von der Drogenberatungsstelle, das haben wir mit ihr gemacht, wo wir auch so einen Flipchart gemacht haben mit was war jetzt Glas dran und was war risikoreich, weil sie war auch sehr grenzgängerisch und oft mehr konsumiert als gedacht, weil sie glaubt, die Toleranzgrenze ist eh so hoch und es kann eh nichts mehr sein, sie haltet recht viel aus und da haben wir mit ihr konkret auf Substanzen hingearbeitet, aber sonst ist es, glaube ich, mehr allgemein gesehen. Okay. Gott sei Dank ist es jetzt nicht so, dass alle so draufgängerisch sind, wie sie es war. Super, danke Bettina. Sonst noch wer? Ja, nicht jetzt unbedingt im Jugendzentrum. Eben traut, ja. Ja, sondern im Umfeld, im privaten Umfeld mit Studierenden. In letzter Zeit, die sind so gut vernetzt, dass es sofort heißt, Achtung, pass auf, dort gibt es K.O.-Tropfen, die gehen dann nur noch zu zweit, zu dritt oder zu viert dann in die Disco, beziehungsweise sie lassen auch ihre Getränke nicht stehen. Und was wir im privaten Bereich gemacht haben, ich meine, das ist jetzt meine private Geschichte, dass ich zum Beispiel meiner Tochter immer Geld mitgegeben habe und gesagt, und wenn du das nicht sicher bist, schütte das Getränk weg und die Lotte auf das nächste ein. Und das machen sie auch gegenseitig. Also wenn sie sich nicht sicher sind, dann borgen sie sich gegenseitig ihr Geld und schütten das weg. Und das finde ich sehr, sehr super. Also ich finde es gut, dass die Jugendlichen, also die Studierenden jetzt machen und sich auch so vernetzen, dass sie sofort über die ganzen Gruppen und Kanäle, die sie haben, das weitergeben. Ja, super. Das ist auch eine Form von Lucrative 1, ja. Genau. Spitze. Gut, noch wer? Noch eine Wortmeldung? Ich glaube, es kommt nichts mehr, gell? Wie spät? Schauen wir auf die Uhr. Wie spät ist denn? 16? Also auf meiner Uhr ist es 10.16 Uhr. Ja. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr eine Wortmeldung habt, dann bitte einfach Hand heben oder euer Mikro einfach entmuten und sprecht, wenn ihr noch eine Wortmeldung dazu habt. Ich hätte nur eine in meinem privaten Umfeld. Frage vielleicht, ja? Oder ja, aber was mir jetzt gerade so eingefallen ist, also ich habe so ein paar Freundinnen, die so pubertierende Kinder haben, ja, und da kommt es auch immer wieder, gell? Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht... Vielleicht ist es auch total falsch, was ihr jetzt sagt. Aber ja, die Kinder sind halt, gehen fort und geben sie voll die Kanten. Und dann waren sie leider. Alkohol, gell? Genau, und dann da waren sicher K.O.-Tropfen im Spiel, weil die saufen ja nicht so viel, sondern die haben sicher, da haben sicher was untergemischt. Gell? Mhm. Also wie gibt es das auch? Gibt es das ja, nicht? Und es, das, ja, Es sind weiß, Burschen, meinst, gell? Ja. Also das sind Burschenmütter, die das dann erzählen. Ist dir das noch nie passiert, dass du das Gefühl hast, dass da irgendwer Alkohol ins Bier gegeben hat?
Richard, ja, genau, das ist gut ausgedrückt. Ich wollte das jetzt schöner formulieren. Ja. Das ist, weißt du, das ist so der Grenzgang. Alkohol, ähnliche Rauschwirkung. Gell? Und man übersieht es beim Alkohol genauso. Gell? Und man will es nicht wahrhaben, dass das dritte Bier war, wo ich dann weg war. Gell? Sondern das gibt es nicht. Ich vertrage normal 6 Bier. Nicht? Und hey, da hat man sicher wer was eingegeben. Gell? Eher in der Richtung. Gell? Es passiert ja, schon, du, es passiert schon bei jungen bei Burschen genauso. Gell? Weil wenn ich mir 2018 die Statistik hernehme, gell, sind 80 Frauen und 20 Männer dabei. Gell? Und das ist dann nicht so wenig. Gell? Mhm. Also man darf das nicht außer Acht lassen, würde ich das nicht. Gell? Ja, aber du, ich denke mir, weißt du, die Jugend muss auch Substanzen ausprobieren können, gell, um zu wissen, wie es darauf reagieren. Wie sollen sie wissen, wie es darauf reagieren, wenn sie es nicht ausprobieren? Gell? Es muss halt in einem safe Rahmen sein, gell? Sage ich immer. Gell? Weil wenn ich nicht weiß, wie ich heimkomme, gell, das war ja nicht check, gell? Vor allem als Mädel dann auch, das ist nicht in diesen Reflecting drinnen, gell? Oder allein gelassen werden. Das ist keine Freundin oder kein Freund, der mich allein lässt dann, ne? Da muss ich mir dann die Freund besser oder die Freundinnen besser aussuchen. Und man muss halt auch ein Nein akzeptieren. Wenn man eine echte Freundin oder ein Freund akzeptiert, ein Nein, wenn er mal trinken mag. Das muss man akzeptieren. Oder was weiß ich, wenn man nachlegen mag, keine Ahnung. Ne? Oder auch keine Substanz konsumieren will, das ist ja auch so. Ne? Wenn ich nicht konsumieren will, will ich nicht konsumieren. Das muss man akzeptieren. Jo, gibt es sonst noch eine Frage? Nein. Gibt es noch ein Statement zum Vortrag? Hat was gefällt? Hat wer was? Doch, das vermisst er unbedingt. Das ist nicht gesagt worden. Ich möchte rückmelden, dass mir dein Ansatz, Drogen zu konsumieren, bei schönem Wetter, Anführungszeichen Ende, dass ich den gut finde. Und eigentlich mit dem Ansatz auch noch immer am besten gefahren bin bei den Jugendlichen. Es passiert dann in den meisten Fällen eh nicht so schlimm, wie es passiert ist, erfahrungsgemäß. Mhm. Und ja, der wohlwollende Zugang und das Jugendlichen dürfen Erfahrungen sammeln, finde ich gut. Danke. Danke, Richard, ja. Ja, ich hätte gesagt, du, dann ziehen wir das nicht voll in die Länge, nicht? Nein. Wenn es nichts mehr gibt, dann... Klaus, es gibt schon einige Statements im Chat auch, so toller Vortrag, super informativ, herzlichen Dank. Also es gibt einige, die sich cool, im Chat danke. Noch bei dir bedanken. Und das ist echt spannend war, hab's super gefunden und so weiter und so fort. Das kannst du dir auch gerne danke dann vielmals, durchlesen. Ja. Wenn sie wirklich keine Fragen mehr habt, wenn sie jetzt nicht irgendwie nur sagt, hey, das wollt ihr aber jetzt nur unbedingt sagen, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, jetzt noch euer Mikro einfach freizuschalten und noch euer Statement abzugeben. Ansonsten, diejenigen, die es vergessen haben, wenn sie eine Teilnahmebestätigung braucht, bitte noch einmal Vorname, Nachname plus E-Mail-Adresse in den Chat oder direkt nach mich, Nachricht an mich. Genau. Und ich finde es war super spannend. Mir hat's total taugt. Es war sehr informativ. Ich habe einiges gelernt, einiges habe ich gekannt, aber das ist immer so. Ja. Und danke, Klaus. Wirklich, es ist echt schnell vergangen, die Zeit. Und herzlichen Dank nochmal, Klaus Xander von Vivid. Und jetzt werde ich einfach unsere Aufnahme beenden. Und